So, moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Tunic Teil 15 ist es schon. Und man muss überlegen, wir haben in den letzten Folgen uns alle Kräfte wiedergeholt. Und das Gute daran ist, dass ich jetzt nicht weiß, was wir machen sollen. Also wirklich nicht. Denn wir haben alle Kräfte. Das Einzige, was wir machen können, ist die Tante besiegen. Aber ich glaube, dafür reicht es noch nicht. Ich glaube, wir müssen noch mehr machen. Deswegen müssen wir uns das Handbuch mal angucken. Und das Handbuch habe ich mir schon ein paar Mal angeguckt. Und hier ist irgendwo... Wo ist denn das? Nee, in die Richtung, ne? Ja, genau, hier. Guck mal, da oben ist ja die Tür. Das ist ja die Tür in den Bergen. Da kommt er nicht rein. Sieht man ja, ne? Aber hier ist ein Code. Ist das der Code für die Tür in den Bergen? Oder ist das der Code, wie man links sieht, für diesen Brunnen? Und bei diesem Brunnen bin ich gerade. Guck mal da. Und wenn ich jetzt sage, den Code da eingebe, der Code war unten rechts, oben links, oben rechts. Unten rechts. Okay, kann man sich, glaube ich, merken. Ich hoffe es. Ich versuche es mal. Unten rechts, oben links, oben rechts. Unten rechts, oben links. Unten rechts. Nee, erst war das jetzt wieder. Warte mal. Unten rechts, oben links, oben rechts. Okay, so rum. Unten rechts. Okay. Unten rechts, oben links, oben rechts. Tatsächlich? Wie cool ist denn das? Okay. Oh, toll, nur eine Seite. Na gut. Was heißt denn das? Ach, guck mal, rechts. Wenn man unten rechts ist, ist das Symbol, ne? Das heißt ja dann unten, rechts, oben, links, oben, rechts. Deswegen muss man es eingeben, weil man diesen Weg da folgt. Heiliges Kreuz. Der goldene Pfad, 49. Habe ich 49? Nee, habe ich nicht. Okay, aber es gibt ja mehrere Seiten und unten ist dieses Symbol. Seht ihr das? Vielleicht müssen wir das auch noch holen. Dieses Symbol, das, warte mal kurz. Bin ich jetzt dumm? Das Teil hier unten rechts. Seht ihr diesen goldenen Standpunkt? Den haben wir doch hier auf der Karte irgendwo. Der ist doch weiter oben. Da müssen wir mal hoch. Warte mal. Der ist doch weiter oben. Kurz überlegen, wo es nochmal hochgeht. Ich meine, ich habe den hier oben irgendwo gesehen mal. Also, nicht nur, weil ich weiß, dass da oben ist irgendwo. Oh, wir können mal speichern zwischendurch. Müssen wir noch weiter hoch. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Und kann ich direkt hier rüber, ne? Hier geht auf jeden Fall gleich irgendwo noch ein Weg längs, genau. Da kann man hier hoch. Da kommen wir auch, das ist der Weg ja hoch in den Bergen, den wir letztes Mal auch gegangen sind. Und ich glaube... Ich meine, ist nicht hier hinten irgendwo dieses goldene Teil? Ja, guck mal, da ist es doch. Dort... Da können wir das gleiche nochmal machen. Aber es ist ein anderes Symbol, oder? Weil guck mal, er zeigt nämlich unten. Okay, lass uns das probieren. Der rechten Tür. Das wäre dann oben rechts, unten links, unten rechts, oben links. Haha, tatsächlich! Wie cool ist denn das? Habt ihr es gecheckt? Ich musste die rechte Seite... ja, na gut. Gucken wir es auch an. 100%. Finaler Schatz. Geheimer Treffpunkt. Nimm deinen rechtmäßigen Platz ein. Was ist das denn hier? Ach, guck mal. Das erkenne ich jetzt gerade. Das ist das gleiche wie hier. Unten, glaube ich. Guck mal, es sind 6 Kästchen. Das sind auch... Ne, es sind 5 Kästchen. Das passt auch nicht. Schade. Versiegelter Tempel, der Steinbruch, Ostwald, die Großbibliothek, Westgarten, Westgarten. Aber... Gab es nicht noch mehr von diesen Türen? Müssen wir mehr von diesen Türen finden, glaube ich. Müssen wir nochmal auf die Karte gucken. Die Oberkarte. So, wo sind wir denn da? Da sind wir ganz da oben. Wir haben das goldene Portal da gerade geöffnet. Aber es gab von diesen Türen da unten, gab es mehrere. Seht ihr, da unten ist ja die Tür. Und so viel habe ich doch nochmal woanders gesehen. Meine ich. In irgendwelchen Leveln drin. Warte mal.
Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier vielleicht. Sehe ich nicht. Hier auch nicht. Auch nicht. Halt. Hier. Da gibt es auf jeden Fall. Nee. Nein, auch nicht. Trägst du sie, wirst du in der Legende nach etwas außerordentlich vollbringen. Okay. Normal, Geist und dann ist irgendwas mit legendär. Okay, da können wir uns die Sachen wiederholen. Der goldene Pfad, was bedeutet das denn? Was bedeutet denn der goldene Pfad? Es muss noch andere Sachen geben. Gar nicht so einfach. Ich gucke gerade mal hier, ob es noch irgendwas gibt. Bibliothekar. Ich habe seine versiegelten Türen schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Das ist das Problem. Weil wenn die jedes Mal uns so ein Dingsbums geben, so eine Seite, dann können wir die Seite auch irgendwann fertig machen. Die Tür haben wir aufgemacht in der Oberwelt. Ist hier noch irgend so eine crazy Tür? Nee. Wo ist noch mehr von? Es gab noch mehr von diesen Türen. Wo sind die? Vor langer, langer Zeit. Zivilisation, ja. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Hier vielleicht nochmal hinreisen. Vielleicht müssen wir hier nochmal hinreisen. Und gucken, ob wir da irgendwo was finden. Nun gut, also hier finden wir es anscheinend nicht. Ich habe irgendwo so eine Tür nochmal gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, die war ziemlich am Start, also am Anfang. Also am Startpunkt, glaube ich, war die. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich das richtig sehe. Sieht ja hier auch 3 Millionen Sachen jedes Mal. Waldfestung. Und da kommen wir nicht so einfach hin. Hier irgendwo rüber? Geh mal runter. Ich meine, so eine Tür gab es am Anfang noch mal irgendwo. Kann aber auch sein, dass ich mich voll getäuscht habe. Nee, nicht hier. Zwar hinten beim Wald längst, glaube ich. Oder war das da? Ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich hier. Okay, da geht's. Unten rechts, oben links, oben rechts. Tatsächlich. Gut. Geh da mal rein. Okay, hier gibt's nur sowas. Mal auf. Ah, ein bisschen Obst. Eine neue Karte und Kohle. Okay, nicht schlecht, aber nicht, dass ich es erwartet habe. Lass mal kurz hier gucken. Wir können hier was Neues reinsetzen. Okay, dann setzen wir doch da mal die Waffe rein. Keine Ahnung, ich glaube, die gibt uns mehr Power. Hä? Die saugt uns die ganze... Ach so, da kann man das Leben gegen Dings austauschen. Was macht die? Krass, die nimmt das ganze Leben weg. Warum? Ich kann auch nichts dagegen machen. Das heißt, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Power, aber... Dann müssen wir kurz auf die Karte gucken. Worum geht es denn da? Irgendwo stand da die Lösung dazu, zu diesen Dingern. Da. Brennt, aber kein Leben. Ja.
Gut. Gab es noch andere Dinger, wo wir hin können? Na ja, gehen wir erstmal hier weiter. Ja, ich weiß, Kathedrale Greiz. Da waren wir ja schon. Brauchen wir nicht nochmal hin. Aber irgendwie. Geht nicht. Okay. Gehen wir durch. Was hier drin? Ja, das ist schon wieder ein Ding. Okay, sollen wir es probieren? Warte mal. Links hoch, rechts hoch, links runter, links hoch, rechts runter, rechts hoch, links hoch, rechts runter. Was gibt es dort? Aber zumindest ein geheimer Weg. Komm mal rein. Eine güldene Truhe. Wer ist er denn? Was kann man denn machen? Hä, wofür ist der denn gut? Nee, warte, hier. Wofür ist das Männchen gut? Ich kann es nicht mal auswählen. Das ist jetzt ein bisschen crazy. Keine Ahnung, wofür es ist. Wir raus. Ah, hier waren wir schon oben. Wo geht's denn weiter? Gut. Wo gehen wir jetzt hin? So. Gut, gehen wir erstmal hier hoch. Also ich weiß immer noch nicht genau, wohin sollen, aber uns fehlen noch ein paar Seiten auch noch für vom Handbuch. Ist mir aber aufgefallen. Also es fehlen da wirklich einige Seiten vom Handbuch. Und das müssen wir vielleicht auch mal. Da geht's nicht längs. Da geht's ja. Ach guck, wir gehen hier oben längs. Ich gehe nochmal nach oben. Also ich glaube. Gab es nicht irgendwo dieses dunkle Grab? Da wollte ich nochmal hin. Wo bin ich denn jetzt? Ganz da, okay. Kann man hier auch noch weiterkommen? Guck mal. Also hier war das goldene Ding, ne? Ich komme auch nirgends woanders hin, ne? Nee. Das haben wir schon gemacht. Wollen wir mal machen? Huch, da kann ich runtergehen. Okay, gehen wir runter. Auch nicht. Oh, hier links gehen, okay. Halt! Schwebt doch was? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, da fliegt irgendwas, aber fliegt auch nichts. Das ist auch noch eine Seite. Okay. Eine schreckliche Macht erhebt sich, hält Kathedrale, die Welt wird ins Verderben stürzen. Okay. Ein Gefängnis und ein Leuchtfeuer. In Erwartung eines würdigen Nachfolgers. Okay. Also wenn man jetzt hier auf die erste Seite guckt, nämlich, dann sieht man nämlich da, das sind die Seiten, die wir haben. Wir haben drei. Nee. Doch, die Geschichte. Ah, okay. Geschichte geht bei drei los. Uns fehlt aber Seite 1 und 2 dann, oder? Nicht verkehrt. Na egal. Also, und wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, aber nicht. Uns fehlt doch hier tatsächlich 22 und 23 fehlt uns, kann ich sehen. 22 und 23. Aber wir müssen die doch eigentlich, müssen wir die doch irgendwo, müssen wir doch bekommen haben, weiß ich nicht. Also, wir müssen jetzt einfach die ganzen Gegner abklappern, sag ich mal. Wo es hier, na, wie nennt sich das? Da ist ein Speicherpunkt, da holen wir uns mal kurz. Na, was soll ich sagen? Wo wir uns hin teleportieren können. Die Stellen, wo wir uns nicht hin teleportieren können, die geben ja auch nicht so viel Sinn. So, müssen wir gucken, was ist einmal hier. Da ist noch eine Oberwelt.
Gibt aber schon Stellen, wo wir nicht hingekommen sind vorher. Wo wir jetzt hinkommen. Behaupte ich mal. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber wir können es auch probieren. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Wo geht's denn da? Ich gehe mal hier längs weiter. Können wir es hier nicht? Ne, können wir nicht. Waldfestung. Waldfestung. Da wollen wir gar nicht hin. Wo könnte man auch versuchen, ne? Geht jetzt hier irgendwo weiter? Ne. Ah, warte mal. Kann man hier hoch? Wenn man hier hoch geht? Kann man es hier irgendwo hin teleportieren? Ne, anscheinend auch nicht. Doch hier. Da können wir jetzt rüber. Konnten wir vorher auch nicht. Ja, man muss alle Dinge abklappern jetzt, so, die man sieht. Ach, guck mal, da ist eine Seite. 22, 23, hä? Okay. Türen in Bergen. Jetzt habe ich alle meine Sachen gesammelt, das heißt, ich kann die Türen in Bergen jetzt aufmachen? Oder was heißt das? Sieht so aus, ne? Türen in Bergen, was steht da? Heiliges Kreuz. Mhm. Ein Bett. Wo soll das denn sein? Keine Ahnung. Mit dem Händler reden? Aber der verkauft uns gar nichts. Mal kauft er doch immer was, wenn wir nichts verkaufen. Okay. Da haben wir jetzt auch was bekommen. Jetzt können wir auch hier rüber, guck mal. Ah, da können wir nicht mehr rein, okay. Aber wartet mal, wo kann das denn sein hier? Seht ihr das? Da unten dieses Häuschen, wo kann das denn sein? Ein Haus? Oder so ein Häuschen? So ein Häuschen. Ist das alte Haus da gemeint? Sind wir jetzt auch nicht so weit weg von, ne? Muss ich nebenbei. Hier waren wir auch schon, okay. Ja, das ist jetzt ein Rumgerat und Rumgerätsel hier. Was ein bisschen schade ist. Weil das würde ja einfacher gehen, wenn man wüsste, wo man hin sollte. Aber naja. Kommt man denn da hin? Da ist eine Tür irgendwie. Das sieht aus wie ein Geheimgang. Ist der hier hinter? Nee. Na gut. Okay. Wird das schwierig, das ganze Spiel gerade jetzt. Jetzt gerade wird es wirklich schwierig. Weil man wirklich so viele Sachen finden muss. Das sieht für mich auch. Kann man hier noch irgendwo hineiern? Da ist auch noch ein Fragezeichen, ne? Da kann man nicht rüberspringen. Magischer Dolch. Den haben wir ja geholt. Da gibt es noch andere Stellen, wo wir hinkommen? Ne, gibt es da nicht, ne? Ist das Haus gemeint da? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal da runter, gucken, ob das Haus gemeint ist. Ich weiß es nicht. Oh, wir haben es doch gemeint. Nichts gebracht. Ach, wir sind mal wieder an der Stelle hier. Ach, guck mal, das ist unser... den wir gesammelt haben da. Aber es gibt anscheinend so viele Sachen, die man sammeln kann. Okay. Das machen wir wohl nicht. Hier ist nochmal eine, pass auf. Also, ganz easy. Oben links, unten rechts, unten links. Noch eine Seite. Memo. Irgendwas kann dieses
Was ist das? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber es sieht interessant aus. Was kann man auch bei der Mühle machen anscheinend. Also bei der Windmühle. Mal ganz kurz gucken. Da hat er irgendwas gesagt. Ins Bett? Ach so, das haben wir ja eingesammelt, okay. Da ist auch irgendwas, wieder so ein Ding. Sollen wir mal testen? Pass mal auf. Oben, rechts, unten, rechts, oben, rechts, unten. Oder ist es oben, rechts, unten, rechts, oben, rechts, unten. Oder ist es oben, oben, rechts, unten, unten, rechts, oben, oben, rechts, unten, unten, unten. Ja! Guck mal. Ist wahrscheinlich nur eine Figur wieder, ne? Hä? Ist der jetzt hingeflogen, die Figur? Nee. Was ist da passiert? Wir haben es doch jetzt gemacht, aber was passiert da? Da ist ein Teil rausgeflogen, aber wir haben nichts gesehen. Hä? Ist hier draußen irgendwas passiert? Ist jetzt wieder Tag? Ganz normal hier? Anscheinend. Achso, es ist wieder ganz normal das, was wir vorher hatten. Okay. Ach, guck mal, die Windmühlen zeigen auch irgendwas an. Das haben wir doch gerade eben hier gesehen. Bei dem Memo. Was zeigt die Windmühle an? Unten. Gucken wir mal. Ah, ich hätte gedacht, ich könnte den Code eingeben, aber es geht irgendwie gar nicht. Und dann gibt es zwar garantiert dabei noch. Okay. Jetzt haben wir wieder einen ganz normalen Tag, das ist ja schön. Das heißt, wir können wieder überall hinkommen. Was ja auch sehr cool ist. Okay, aber jetzt müssen wir gucken. Also wir haben jetzt hier 53, 52. Ich weiß auch nicht, was das soll. 49. Müssen wir da die Tür in den Bergen. Wie können wir die Tür in den Bergen öffnen? Ist das der Code für die Tür in den Bergen? Geheimer Treffpunkt. Uns fehlt auch noch Seite 46 und 47 fehlen uns auch noch, ne? Keine Ahnung, wo die sein können, aber das ist schon verrückt. Keine Ahnung. Blickt das nicht ganz so. Das ist noch schwieriger als gedacht. Finde ich. Kann nichts machen. Achso. Schon überall.
Ah, ein bisschen Power haben wir jetzt, ja. Interessieren uns die Gegner gar nicht so. Naja, das heißt nicht interessieren, aber die tun es nicht so doll wie sonst, ne? Hm. Also ein bisschen schräg ist es schon, das Ganze. Muss man einfach mal sagen. Was ich jetzt auch gerne wissen will. Wofür das Ganze steht hier. Also ich blick's noch nicht ganz so. Guck nur gerade, ob ich irgendwelche Stellen finde, wo wir uns noch rüber teleportieren können. Damit wir da irgendwas finden. Aber ich glaube, das ist nicht so gegeben hier. Speichern können wir trotzdem nochmal. Aber es wird. Es ist gar nicht mal so easy. Oh, hier ist noch ein Tor. Cool. Okay, pass auf. Okay, unten rechts, oben links, oben rechts. Hä? Ah, da. Da ist eine Truhe direkt vor mir wahrscheinlich. Hast du bereits. Super. Warum kann ich denn noch ein Schwert bekommen? Außer wir hier. Okay. Ist ja auch nicht ganz so geil, oder? Ich krieg ein cooles Schwert jetzt hier. Einen Rostbuchholz. Die Sachen haben wir schon geholt, ne? Oder waren wir nicht hier schon? Ich glaube schon. Wir haben ja, ja, wir haben ja alles schon geholt, das war dumm. Zum Helden brauchen wir nicht. Oh Mann, was machen wir, was machen wir? Schwierige Folge, muss man sagen. Das ist echt eine schwierige Folge, weil man, weil ich noch keine Ahnung habe, was ich machen kann. Also ich würde mal versuchen, hoch zum Dings zu gehen, zum Helden-Dingsbums hier, wie heißt das? Na, was soll ich sagen? Ganz nach oben. In die Eiswüste. Haha, das war wieder richtig dumm. So. Ich check es nicht mehr. Wir verlaufen hier. Oh, ja. Wir sind immer noch im Weg. Jetzt finden mal hier, es ist ja nervig. Ach, das ist nervig. Das ist wirklich nervig gerade, weil ich nicht genau gar nicht weiß, wo ich hin soll, echt. Unschön.
Hier vielleicht? Guck mal auf die Karte gucken. Die Karte mal sehen. Also ich weiß, ich soll da hoch zum Berg. Da will ich ja auch. Aber ich wollte mal gucken, hier irgendwo. Da. Wo bin ich jetzt da? Da unten bin ich. Das ist echt schwierig. Da unten ist ein Fragezeichen, seht ihr das? Vielleicht können wir da auch hinkommen und da ist irgendwas. Ich weiß es nicht, aber... Kann ich irgendwie hinkommen? Oh, ich bin echt lost hier gerade in dem Game. Sind ja alle wieder frei, oder? Ja, auch nicht. Nicht alle. Okay, mal kurz gucken, wo wir da hinkommen zu den Einzelnen. Dann haben wir so eine Seite. Ja. Atoll. Westgarten ist der. Gut, lass uns zum Westgarten eiern. Ist der einzige, den ich natürlich nicht freigeschaltet habe, den Westgarten. Macht natürlich nicht so viel Sinn, da hinzugehen, wenn wir den nicht freigeschaltet haben. Okay. Aber trotzdem müssen wir da irgendwie da. Gut. Warte mal. Westgarten, Westgarten. So, dann gehen wir zu den Stadtruinen, ne? Oder? Ja. Okay. Es ist ein lockeres Rumgeeier. So, wenn wir gerade die Karte wieder haben, dass ich auch weiß, wo ich bin. Da. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier drüben und ich will einmal darüber. Das kriegen wir doch hin. Alter! Warte. So. Jetzt bin ich wieder hinter, da wollte ich gar nicht hin. Kann ich mich durchbiegen? Nee. Gut, dann müssen wir da hoch. Dann müssen wir da hoch. Wo bin ich jetzt genau? Da oben. Ich muss runter. So. Gucken, ob ich da hinkomme, wie ich das mal gedacht habe. Da müsste ich auch runterkommen, wenn ich da ganz hinten hinlaufe, oder? Ich glaube schon. Testen wir mal. Außerdem ist der Teleporter gar nicht aktiviert, um da hinzukommen, sehe ich gerade. Hier können wir mal speichern. Den nervt uns keiner. Okay, wie kommen wir zu denen denn da hoch? So, vielleicht? Haha, okay. Hat mich aber schon gewundert, dass wir den nämlich noch nicht hatten. Wo waren wir denn? Okay. Ach, guck mal, da drüben ist der Teleporter. Wie kommen wir da rüber zu denen? Ach, hier rüber vielleicht? Über die Dinger? Warte mal. Nee, geht nicht. Ah, warte mal, geht hier links? Ah, okay, jetzt weiß ich.
Also, ne? Warte mal, es gibt hier bestimmt einen geheimen Weg denn. Da unten ist eine Buchseite, sehe ich gerade. Wie kommt, wie kriegen wir die, ist die Frage. Hä, wie sollen wir da hinkommen? Da ist nicht längs. Halt. Kann ich hier rumgehen? Das ist ja nicht der richtige Weg hier. Mann, ist das nervig. Wie kommt man nicht raus? Wie kommen wir denn da rüber? Also wie kommen wir auf die Seite da von dem? Wie kommt man denn da hin? Das würde mich mal interessieren. Das Fenster durch? Nee. Es muss doch einen Weg dahin geben. Darüber ist zu dem Teleporter. Bloß wie? Oh, warte mal. Vielleicht müssen wir doch gar nicht. Kann ich mich nicht ja jetzt einfach. Jetzt ist er, hat er ja Strom. Kann ich mich ja nicht einfach hin teleportieren? Denn? Aber was bringt mir das, ne? Verstehe ich nicht ganz. Da unten bin ich. Da ist der Teleporter. Ne? Da ist ja dieses Fragezeichen. Da müsste ich ja auch irgendwie hinkommen, dann. Oder? Hm. Und dann? Verstehe ich nicht. Speichern wir kurz. Also was wir machen können, ist natürlich, wir können natürlich wieder zurückgehen zur Obe, zu anderen. Anderen Saal, da kommen wir nicht hin. Ich weiß nicht, was wir denn. Ich weiß echt nicht, was wir hier machen können. Also ich kann natürlich hier. Können wir hier längs gehen, dann kommen wir wieder schon in die andere. Können wir denn jetzt vielleicht da. Na, dadurch, dass sie aktiviert ist, können wir ja vielleicht die auch benutzen. Ich weiß nicht. Na, Abkürzungen sind auf jeden Fall hier. Aber eigentlich. Hallo.
Von hier hinbeamen? Und dann von da wieder wegbeamen? Oder wie soll man das machen? Weil jetzt können wir auf die Platte ja kommen, auf jeden Fall. Weil es ist ja hier drüben. Müsste ja aktiviert sein, ne? Okay, dann gehen wir da jetzt rüber. Und dann? Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und hat uns das gebracht? Wir können jetzt hier ein bisschen hin und her jumpen. Was ist denn das? Ach so, noch eine Seite, okay. Hm. Was steht da? Dieses Spiel löschen oder ein Ende suchen? Nimm deinen rechtmäßigen Platz ein. Wir können sie bekämpfen. Und wir können die Weisheit teilen. Nutze die Macht des Heiligen Kreuzes und bereise den goldenen Pfad. Okay. Haben wir denn alle Seiten zusammen hier? Also ich glaube, es ist ja hier mit gemeint, das Buch. Das ist das heilige Buch, was wir hier haben. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, was das bedeuten soll mit dem Buch. Also wir können uns aussuchen, was für ein Ende wir haben wollen. Hm. Gut. Okay. Hat es nicht so weit gebracht, aber schon ein bisschen. Schwierig. Aber ich würde sagen, für heute ist wieder mal genug. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.